Hi und willkommen zurück heute zu Uncharted 2 Among Thieves. Wie immer, lasst eine Bewertung da. Teilt das Video, macht richtig aufmerksam auf diesen Kanal, damit der Kanal weiterhin wächst. Und lasst auch selbst gerne ein Abo da für mich. Würde mich sehr freuen. Oh shit. Na, hier geht erstmal fliegen, Leute. Was haben die sich denn einfallen lassen? Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, dass ich gehofft habe, dass wir jetzt hier durchkommen durchs Spiel. Dem war leider nicht so. Dann müssen wir wohl zu diesem Vorsprung. Nehmen wir den Karren. Jetzt aber nehme ich das Ganze nochmal auf. Los geht's. Vorhin war es ca. 16 Uhr, jetzt ist es 22.19 Uhr. Ich will das Spiel jetzt zu Ende spielen. Ich möchte nämlich wissen. Dankeschön, Chloe. Gern geschehen. Ich möchte nämlich wissen, wie es weitergeht. Und vor allem, wie es zu Ende geht. Jetzt so kurz vor Ende. Da packt es mich. Ach, und ich merke gerade, ich bin blöd. Wartet mal kurz. So, verzeiht. Jetzt dürfte man den Controller auch nicht mehr so laut hören oder sogar gar nicht mehr hören. Warte mal, ich teste mal. Ne, man hört ihn gar nicht mehr. So ist das natürlich perfekt. So soll das auch sein. Und für sowas liebe ich ja diese Action-Adventure-Teile. Genau wegen solchen Szenen. Ich liebe sowas. Ich liebe ja mittlerweile die Uncharted-Reihe. Wirklich, ich habe sie echt mögen gelernt. Und ich finde es schade, dass es wie bei der Tomb Raider-Serie ist, dass es da auch einfach aufhört. Oh wow, Codierung überlastet. Okay. Ich hoffe, es hat nicht geruckelt. Und da unten sind auch Wächter. Schieß sie! Okay, wir sollten vielleicht einfach mal die Wächter, die ganzen Monster hier abschließen lassen. Die Wächter, die Monster abschießen lassen, genau. Die Wächter, die Leute hier abschießen lassen. Oder töten lassen. Einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Wobei, es sieht so aus, als hätten die Leute absolut gar keine Chance. Oder? Jetzt schießen die Eumel auf mich, ey. Toll, ich habe gar keine Munition mehr. Okay, pass mal auf. Vielleicht sollte ich mit den normalen Waffen erstmal hier die normalen Menschen umlegen. Oh, shit. What? Wo war denn der andere Typ, der mich umgelegt hat? Was soll denn der Scheiß? Und da unten sind auch Wächter. Erschieß sie. Obwohl, wisst ihr was? Ich unterstütze einfach die Viecher. Damit ich jetzt den 31er machen kann bei diesem Vieh da. Und das Vieh einfach umlege. Oh scheiße, das war. Das war kein Gegner. Das war Chloe. Und das ist doch die beste Strategie, die man haben kann. Okay, der Minigun-Typ ist noch da. Oder verhöre ich mich da? Oh, ist der Pumpgun-Typ noch da? Mach doch mal was gegen den. So. Der ist weg. Scheiße, da ist noch jemand. So. Jetzt aber die Armbrust. Oh, willst du mich rollen? Da lebt immer noch jemand. Da leben mehrere. Vorsicht hinter dir. Ach du Scheiße, wie soll ich den jemals kalt machen, den Typen?
gucken. Okay, die one-shottet. Sie one-shottet einfach den Miniguy-Typen. Ich habe die Waffen absolut unterschätzt. Das kommt vor hier und auch ein... Die können mich doch auch auf 3 Meter Distanz umlegen. 300 Meter Distanz. Ich kann es natürlich wieder nicht, ja? Pass mal auf, Alter, wenn ich jetzt hier um die Ecke komme. Bam, Alter. Oh, shit. Nein. Ficken. Interessierst du dich, dann setz dich bitte mit hin. Aber steh bitte nicht hinter mir. Und da unten sind auch Wächter. Ach, so ein Drecksscheiß. Jetzt kann ich das wieder von vorne machen hier. Jetzt gleich den 31er machen. Einen der Wächter umlegen. So. Und dann gleich zu Beginn schon mal. Oh, das war dumm. Ich mach das sowieso One-Shot mit der Waffe hier. Die Waffe muss ich jetzt irgendwo ablegen, wo ich sie wiederfinden werde. Zack, vorher den da umlegen. Scheiße, ich brauche andere Waffen. Ja, natürlich. Na, komm her jetzt hier. Jetzt wird gekämpft. Nein, schon willst du mich irgendwie rollen, Digga. Dieser dämliche Bastard mit seinem fetten Pumpgun-Scheiß-Ding, Alter. Ich werde hier einfach einen Cut setzen. So, ich habe jetzt mal ein bisschen was rausgeschnitten. Aber wirklich, haben die gegen das Vieh gewonnen? Die beiden Damen schaffen das schon. Na komm schon. Oh Gott, nein. Stirb. Okay, pass auf, hier finde ich die vielleicht wieder. Aber auch nur vielleicht. So, Chloe, pass mal auf, wir schleichen uns jetzt mal hier draußen rum. Und dann bam, mal da von hinten in den Rücken rein. Double Kill, Leute. Wie in Deckung. Ja, nur jetzt alle. Okay, groß mal aufheben. Nicht, dass die despawnt. Okay. Die Waffe will ich auf gar keinen Fall verlieren. Hauptsache, er hat dicke Panzerung, ne? Oh ja, klar. Er macht so viel Damage auf so eine Distanz. Leute, das könnt ihr mir nicht erzählen. Wisst ihr, das geht in die Kategorie lächerlich. Genau. Wie viele wollt ihr noch holen? Ich mache hier einfach Trick 17. Hab's natürlich verschissen. So sind die langsam alle tot? Natürlich kommt der Pumpgun-Typ. Wie viele wollen denn noch kommen? Ey, das ist doch jetzt langsam eine Frechheit, Leute. So, jetzt ist aber Schicht im Schacht hier. Ich nehme die jetzt mal wieder. Wer ist denn da hinten noch? Oh, hier. Munition. Die sollten wir dankend annehmen und bloß nicht verschwenden. So, welcher... Hä? Hallo? Alles okay bei dir? Oh shit. Ich glaube, ich habe ihn repariert.
Da kommt er jetzt nicht noch mehr, oder? Vorsicht vor dem mit den Schleudern. Oh Gott! Schleudern? Stimmt, die hatten ja explosiven Scheißdreck. Ja, gib mir die Armbrust bitte. Keine Ahnung, die vermehren sich einfach. Zack, scheiße. Bloß sich treffen lassen von denen. So viel zu bloß nicht treffen lassen von denen, Varon. Du Schlaumeier. Zack, tot. Und vielleicht weg hier wieder. Boah, die... What the fuck, Digga? Ich bin halb tot. Okay, alles klar. Wie viel Damage die aber auch machen. Das ist ja schon nahezu widerlich, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Also ich finde es einfach nur abartig, so ein Damage. Der Stein muss hier irgendwo sein. Naja, der Stein muss hier irgendwo sein. Betonung liegt auf muss. Aber hoffen wir einfach mal, dass du recht hast, Nate. Ich glaube, wir sind im 24. Kapitel von 26. Und so genau. Na los, beeilen wir uns. Weiß ich auch nicht, wie lange die noch gehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei 90% irgendwas. Ich habe auch keinen Blick hier fürs Schöne, fällt mir gerade auf. Die Folge ist eh bald vorbei. Durchzurushen bringt jetzt eh nichts mehr. Jetzt kann ich mir mal ein bisschen Zeit hier nehmen für die Schönheit, die hier eigentlich ist. Okay. Wir sind fast da. Ach, hier ist der Baum des Lebens, aber wieder hier hieß. Aber warum man da... Jetzt mal ernsthaft, ja? Stört euch das ja auch? Dass das Teil hier mittendrin steht und diese Ecke blockiert? Es stand da ja nicht mal gleichmäßig drin. So mittig. Da ist er. Der Chintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja. Unbeschreiblich. Los, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate! Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte, ich komme nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Er will auch zu dem Baum. Aber klar, die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du auch, Lazarevich will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und das rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Flynn? Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Lazarevich vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wollte Soran das die ganze Zeit, hä? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Lazarevich. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! Oh, nein. Oh, Scheiße. Elena! Okay, dir geht's gleich besser. Los, wir bringen dich hier raus. Haltet Lazarevich auf, geht jetzt. Vergiss es. Na los.
Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Okay, da dann.